Nee, Stolz, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet Gladiator. Ich bin schon so Rune 5 und das letzte Mal haben wir in der Killerkuppel noch ein bisschen aufgeräumt und aktuell gibt es auch nur Planet Torval. Uns steht im Grunde auch gar nicht mal mehr so viel offen. Nur mal so. Es ist eigentlich gar nicht mal so viel, aber diese ganze, Nebenmission und so, ne? Und mein Versagen, überwiegend mein Versagen, ziehen sowas natürlich in die Länge. By the way, ich vermisse die Ladebildschirme, wo wirklich mein Schiff zu sehen war und nicht dieser große Eierkarton hier. Nur mal so, es ist sehr Mini-Mi. Mimikri. Torval! An eine Mission erinnere ich mich hier sogar. Die war sogar relativ nice, glaube ich. Das Darkstar-Team hat den Wettbewerb bisher dominiert, aber ich denke, ihnen wird das Glück bald ausgehen. Sie wurden gerade zu einem der riesigen Ace Hardlight Spielzeugproduktionswerke geschickt. Obwohl das Werk wegen mieser Verkäufe geschlossen wurde, befindet sich immer noch eines von Ace Schiffen darin. Das Darkstar-Team muss das Schiff finden und mit ihm entkommen, bevor die Dreadzone-Elite-Truppen sie erwischen. Elite, nee, wie süß. Was haben wir denn jetzt? Ach so. Oh. Habe ich echt vergessen, dass es... Oh. Oh. Die einzige... Oh. Hässlicher Typ. Ratchet? Well, das ist sehr schnell eskaliert. Na gut, dann können wir uns auch die Umwandlungsmod kaufen. Dann ist das auch egal. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, welche Waffen konnten nochmal Umwandlung procken? Konntet ihr... Die Idee ist verlockend. Ich mach das mal. Bringt zwar wahrscheinlich nicht viel. Ihr könntet das. Ja, aber ihr seid mir mit Gefrier doch ein bisschen sympathischer. Hier Schockdrenne, das reicht mir auch. Sowieso, davon bleibt sowieso nichts stehen. Das Einzige, was ansatzweise mithalten kann, wäre der Richter. Und selbst der macht erstens weniger Schaden, hat weniger Munition. Okay, aber ist auch erst Level 4. Davon mal abgesehen. Meine Fresse, jetzt wo ich mal so den Schaden mal vergleiche. Die beiden sind die einzigen, die richtig übertriebenen Schaden machen. Die anderen, okay, und du mit 900. Fuck it. Zeigt ein Hoverbike direkt vor dir. Aber du musst dein Kraftfeld deaktivieren, um an es heranzukommen. Ist der eine schon wieder tot? Wofür habe ich euch eigentlich abgegradet? Nur mal so. Kabum. Bob. Ja, dann beleb dich doch wieder, Digga. Mach doch deinen Job mal. So. Was machen die Zombies denn hier? Was ist dann Dreadzone? Achso, das soll ich hacken. Ich meine, sie laufen dagegen und werden dann hin und wieder mal verwandelt. Es funktioniert teilweise. Belassen wir es dabei. Es funktioniert ein bisschen. Ruhe. Zombies. So, warte. Wo? Ja, okay. Dafür muss man sagen, der Morgenstern, unser Skorpion, der macht ein bisschen mehr Flächendamage. Und das nicht zu knapp. Kabumska! Und Kabumska! Kadabum! Der Typ sollte sein eigenes Fitnessgerät haben, seine eigenen Schuhe. Was will ich mit dem fucking fettfreien Grill? Gib mir fucking einen Cornflakes-Vertrag, ja? Mein Gesicht auf einer Cornflakes-Packung. Oh, Snap-Baskets. Nee, lieber dich. Macht genauso viel Schaden. Was muss ich hier eigentlich für Stilpunkte? Jetzt mal ganz so... Ich meine, Geld ist jetzt mittlerweile keine... Meine 5 Laserrücken im Tierum. Bist du denn bescheuert? Das mache ich garantiert nicht. Schauen wir mal mit dem Tilger. Was ist ein DZ-Stürmer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas mit dem Tilger. Billiger Auswahl Exterminator-Schwierigkeit. Witzig. Ich muss nämlich dafür Exterminator erst freischalten, du dummes Spiel. Modifikation, 30 Gegner mit Jägermin. Oh, das ist das geringste Problem. Herausforderung ohne Herr, töte 10 Robot-Zombies mit Napalm.
Kill it with fire, so viel ist man sicher. Ohne Schaden zu nehmen, zerstöre lieber aus, machen wir uns hin. Also, Jackpot-Kisten, zerstöre sie, beende. Ohne die Omega-Modifikation. Nö, darauf habe ich keine Lust. Säuremod. Ah, mit Säuremod lässt sich sogar noch 10 Henker mit dem Schmelzgewehr. Alles machbar. Das ist alles machbar. Jetzt muss ich zwar euch mit Lava bekämpfen im Grunde. Ich meine, die einzige Waffe, die aktuell den Holo-Schild, hier die Umwandlung hat, ist mein Holo-Schildwerfer. Und nur mal so. Ach du Scheiße. Ich möchte ehrlich gesagt keine andere Waffe umrüsten. Allerdings wäre es gerade echt cool, wenn ich das Ding umwandeln könnte. Aber offenbar schießt es gerade auf mich und ich gucke mir das Hoverbike an. Mal, die Herausforderungen sind hier schon ziemlich tricky. Zumal wenn ich mich an... Ja, suche und vernichten. Oh, Drohnen zerstören. Eine Gruppe fliegender Drohnen versorgt die Schilde, indem sie ständig in Bewegung bleiben und den Schilden ihre kinetische Energie übertragen. Ha, obwohl ich das gerade von einem Zettel abgelesen habe und keinen blassen Schimmer habe, was es bedeutet, weiß ich, dass das Darkstar-Team die Drohnen zerstören muss, um die Kraftfelder auszuschalten. Übrigens, diesen Teil habe ich auch abgelesen, aber was machen Sie jetzt? Mich verklagen? Ja? Ratchet schießt den Drohnenschwarm herunter, um die Kraftfelder zu deaktivieren. Ja, das ist die Mission, an die ich mich erinnert habe. Ich bin ein Held. Ich wollte eigentlich rüberspringen, um Zeit zu sparen, aber... Ja. Komm mal her. Komm mal her, Jungs. Die Mission ist eigentlich relativ easy. Betonung liegt auf relativ. So, mit Fässern war ja auch irgendwas. Ich glaube, ich habe den einen in die Luft gesprengt. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Cool wäre es auf jeden Fall. Nimm Schaden, Arschloch. Wenn Ratchet ein zäher Hund wäre, was für eine Art Hund wäre er dann? Nee. So, eigentlich besteht das Ganze immer nur darin, wir verfolgen die Dinger. Knallen sie runter. Das Geile ist ja bei sowas, die warten manchmal einfach auf einen. Wenn man die Kurven richtig schneidet halt. Aber das ist die Mission, an die ich mich erinnert habe. Die ist verdammt geil, finde ich. Ist halt wie so ein Destruction Derby. Erinnert irgendwie an F-Zero, ans Death Race. Aber das hier unter Zeit, das ist schwer. Das muss ich gestehen. Da haben wir noch einen und... Du bist auch tot, dankeschön. Das war uncool. Boah. Die speeden halt immer so ein bisschen ab, sofern man ihnen zu nahe kommt. Aber das ist eigentlich das geringste Problem. Du dummes Kackteil. Haha, schwer zu treffen. Trotzdem geschafft irgendwie. Nice. Nice. 3 Stilpunkte? Wo kamen die denn auf einmal her? Habe ich echt 3 Stilpunkte gekriegt? Knotenpunktbomben, okay. Das Star-Team ist jetzt an der Position des Fluchtschiffs angelangt. So. Aber hey, da ist nichts. Das Schiff ist versteckt. Es könnte Tage, gar Wochen sorgfältiger Suche erfordern, es zu finden. Könnte es das? So, ich werde mal doch was ausprobieren. Jetzt wollen wir es mal so durch den Kopf abgehen lassen. Ich versuch das mal. Ratchet, wenn du die Vektorsender-Knotenpunkte in der Zone aktivierst, kann ich das Signalfeuer zum Ausmessen nutzen und den Standort des Schiffs bestimmen. Mal ehrlich, funktioniert das? Ich mein, prockt das irgendwann, oder? Wow! Ein brennendes Schwein! Das funktioniert tatsächlich sogar ganz gut. Das funktioniert sogar relativ erstaunlich gut. Okay, pass auf, das kriegen wir hin. Mal gucken, ob das... Wow,
Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ich nehme alles zurück über diesen Mord. Der Stalker ist so schlecht. Hm, Hähnchen. Oh nö! Das ist ein Schaf! Einer seiner Bots ist erledigt. Schade, das ist doch noch der Füße. Ach, bei meinem Bot geht ja einer ab. Das ist schön zu wissen. Das Darkstar-Team lässt sich nicht aufhalten. Ach, das war mein Turret. Ich dachte, da war noch ein anderer, der auf mich geschossen hat. Ich nehme alles zurück. Das sind Turrets. Ach, stimmt ja. Wir haben ja die Schwerkraftstiefel. So. Das habe ich total verplant. Wir haben ja Schwerkraftstiefel jetzt. Und nur mal so, habe ich euch nicht abgegradet? Nur mal so, Jungs, habe ich euch nicht abgegradet vorhin erst? Beziehungsweise letztens erst? Mir war so, dass ich euch letztens erst ein Upgrade verpasst habe und das nicht gerade günstig war. Besonders war es nicht günstig. Ich hasse es, wenn es klickt. Quack! Das ist eine Ente. Ein übergroßes Entlein. Wow. Oh, shit, boy. Ja, 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 das lässt ihr mal bitte. Dankeschön. Du bist geschmolzen. War das ein Henker? Das ist auf jeden Fall ein Henker. Betonung liegt auf wahr. Kann ich sehen. Gehst du da mal weg? Ich hätte gerne die Heilung. Dankeschön. Du passt auf ihn auf. Guten Tag. Kaboom! Doppelkill! Oh, wirklich? Ist hier irgendwo... Ja, danke! Oh, Jungs! Jungs, ihr macht mir das echt nicht leicht. Aber immerhin ist das Schmelzgewehr V8. Man muss ja sagen, das Spiel hat ein bisschen weniger Waffen als die anderen Teile. Also generelle Waffenauswahl. Aber mit den Mods... Und ich sag mal, dass es hier bis V10 geht... Wobei, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich komme damit immer durch den Tüdel. In welchem Teil welche Waffen bis zu welchem Level gehen. Vergesst das jedes Mal. Es ist schlimm. Weil in manchen Teilen gehen sie bis V5. Im zweiten Teil gehen sie nur bis V2. You know, ne. Ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Wo... Hat mich da jemand versucht zu lasern? Ach, ich kann auch die ganze Zeit das Hoverbike nehmen. So cool das ja auch wäre, aber... Ne. Ich auch, Mann. Explosionen sind was Tolles. Oh, stimmt, es gibt noch einen Mod. Ich habe einen total vergessen. Der OP-ste von allen. Mit den Jägerminenwerfer. Das habe ich ja voll verplant. V8, apropos Jägerminenwerfer. Ich hab ganz vergessen, dass ich mit dem Ding ja ein paar Leute umbringen muss. Wie kommen wir da? Kabum. Weg. So. Da muss ich irgendwie hoch. Hui. Nur zur Erinnerung. Morgen ist, tritt deinem besten Freund in den Hinterntag. Schon wieder? Für die Teilnehmer gibt es kostenlos Popcorn. Ah! Okay. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ich meine, das ist ein fliegendes Schwein. Zwei fliegende Schweine, ich nehme alles zurück. Scheiße! Na, ich wollte gerade sagen. Und bumm. Ich muss immer noch Richter mit dem Schmelzgewehr abnatzen. Sehe ich auch so.
so, die Mini-Bomben erledigen das. Na, wenn das der Fall ist. Kabum. Habe ich nicht mal langsam genug Henker auf dem Gewissen? Ich möchte gerne, wie Ratchet in diesem Anzug aufs Klo geht. Gar nicht. Es hat eine eingebaute Toilette. Oh, ich lasse das mal euch machen. Ihr kriegt jetzt... Wirklich, Jungs? Ich meine, ihr habt volle Kanne daneben geworfen. Das ist schon... Ne? Ihr habt gerade volle Möhre daneben geworfen. Und ein fliegendes Schwein. Und noch ein fliegendes Schwein. Fliegende Schweine. Habe ich echt die ganzen Dings noch nicht? Ja, jetzt bekommen wir Besuch. Laserrücken auch noch. Irgendwas killt die schon vorher oder die platzen einfach. Nur mal gucken, was ich jetzt hier schon an Stilpunkten habe. 4 nur. Also auf jeden Fall nichts von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ein Hauch frische Luft. Also das Schiff unter der Statue. Nun, ich habe gerade 5... Sabbel mir kein Ohr ab. Verloren. Es wird Ace nicht gefallen, aber das Darkstar-Team wird die Statue sprengen müssen, um in den darunterliegenden Hangar zu gelangen. Ratchet, du musst deinen Bots befehlen, den Sprengstoff an der Statue anzubringen. Das kann sich nur um Stunden handeln dann. Ich meine, allein das hier wird sich schon einiges an Zeit kosten. Fucking EMI werfen. Dafür, dass er so klein ist, kann dieser Lombax ganz schön austeilen. Ja, weil ich ein Schmelzgewehr benutze. So, Jungs, ihr macht jetzt mal eure Arbeit, ja? Stellen Sie jetzt das Dreadzone-Spiel. Ihr passt auf, ich mach... Wow, muss ich euch echt alles selber befehlen? Jungs, ich muss euch offenbar echt alles selber befehlen. Das ist erstaunlich. Sogar für eure Verhältnisse. Und der Lombax kennt keine Gnade. Zum Glück sind wir außer Reichweite, Juanita. Wir sind doch außer Reichweite, oder? Okay, das haben wir. Das ging gerade mal noch so gut. Du feuerst hier keine Raketen. Möp, möp. Sprengstoff platziert. Aber sonst... Da ist das denn die Möglichkeit. Ratchet hat das Torwaldschlachtfeld überlebt und ist mit einem Schiff geflüchtet, das in der Statue von Ace Heartlight verborgen war. Verborgen. Das gibt es nur bei Dreadzone. Das kann ihnen niemand anders bieten. Flucht in der Toilette! Das ist wie eine kleine Fluchttoilette. Herausforderer-Turnier! Oh yeah! Ratchet, du hast dich für das Herausforderer-Turnier qualifiziert. Den Punkterekord in diesem Turnier hält Ü. Hält Ü? Ist mir Ü? Ist mir egal. Das ist eine Geschwächtsturm-Mission. Ergo, Spaß not included. Nur mal so, ich hasse Gefechtsturm-Missionen. Schlicht und ergreifend, du bist einfach den Gegnern immer ausgeliefert. Das hasse ich. Mal klar, du hast einen fucking Mini... Du hast einen Gefechtsturm. Das ist schön, das ist toll. Allerdings hasse ich es echt so stationär, hier einfach nur rumzustehen. Aber was sein muss, muss sein, nicht? Ja, ist gut. Ich wollte erst das Schiff loswerden. Bei euch kleinen Nervbolzen muss man ja nicht unbedingt hier immer aufpassen. Du
bist gar nicht auf dem Radar. Zieh ab. Wenn etwas nicht auf dem Radar ist, dann existiert es auch nicht. Laserrücken, ja, das ist mal ganz was Feines hier. Meine Lieblingsgegner. Oh, könnt ihr mal aufhören, so ganze Schwärme jedes Mal auszukotzen? Und warum gibt es euch Dinger nur in Schwärmen? Generell, der Turm ist irgendwie ziemlich schwach. Nur mal so. Ja, das kleine Nervding kann mich mal. Der Turm, das Schiff ist schlimmer. Kabum. Ihr sowieso. Ihr habt irgendwie auch nicht das Memo bekommen, dass ihr mich tatsächlich angreifen müsst, ne? Easy. Das war eine Herausforderung für nichts. Gut, aber dann das nächste Mal geht's in die Killerkuppel und wir legen uns dann mit dem Ausschlachter an. Und dann wird ein bisschen ausgeschlachtet. Bis nächstes Mal. See you, Leute.